Also ich bin sehr, sehr hyped auf den Rest des Albums. Wie gesagt, der neunte Track ist halt Alpha Genetik. Und da ich eh noch keine Reaction dazu hochgeladen habe, geben wir uns einfach nochmal das Musikvideo. Das Ganze ist vor einem Monat released worden. Wie gesagt, die Promophase war halt so einen Monat lang. Ich fand es auch, war relativ kurz. Generell sind die Promophasen eigentlich immer ein bisschen länger. Klar, es kam auch alles ein bisschen spontan und er hat es halt rausgehauen. Bisher sehr, sehr krasses Album. Wie gesagt, wir reacten auf das komplette Album. Und ja. Nächster Track wird auf jeden Fall offenes Verdeck mit Farid. Habe ich richtig Bock drauf. Aber jetzt erstmal Alpha Genetik. Kollege ist ja keiner, dazu muss ich sagen, Kollege ist ja keiner, der generell in Shisha Club Playlisten läuft. Weil das halt, ja, wie soll ich sagen, gerade nicht dem Trend hinterherläuft. Und es einfach Texte sind, die lyrisch auf ganz anderem Niveau sind. Und nicht nur zwei, drei, ja, Wörter beinhaltet, die die Hook dann bilden. Wie gesagt, er war sogar in Shisha Club Playlisten mit Alpha Genetik. Deswegen, ich muss aber dennoch anmerken, ich denke, das Ganze kommt wieder. Also generell dieses Straßenrap, Gangsterrap findet sowieso immer seine Zuschauer. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt immer eine gewisse Brandbreite, die das einfach hören. Und genauso wird sowas wiederkommen. Und die haben auch irgendwann wieder Bock auf diese Wortspiele von Kollegen oder so, der das natürlich einzigartig bringt und immer wieder neue Wortspiele findet. Man muss aber sagen, es wird noch dauern. Gerade, wie gesagt, diese Autotune-Schiene, Trap-Schiene ist gerade richtig gehypt. Aber wartet ab, das wird nachlassen. Also hierzu muss ich auf jeden Fall sagen, videotechnisch Meisterwerk. Alle drei Videos in der Promophase Meisterwerk. Valhalla, Maybach Emblem und Alpha Genetik. Sehr, sehr heftig. Ja. Ey, der Boss back, all black wie Outer Space. Groupie Hosts sind aufgedreht wie das Soundsystem. Links die Tommy Gun. Rechts der Dobermann. Rechts der Dobermann. Und keiner fasst mich an, als wäre ich ein Hologramm. Auch heftiger Vergleich. Keiner fasst mich an, als wäre ich ein Hologramm. Aber muss man schon sagen. Er hat da wieder einige Wortspiele. Dieses Game ist wie Splinter Cell voll Ratten. Die Lampe an der Kala schweißt den Weg in einer blinden Welt voll Schatten. Kriminell und am Himmelszelt bei Winterkälte, pinker Pelz voll Knarren. Ey, wie Game of Thrones, ein Winterfeld voll Waffen. In der Hut ist es eiskalt. Ich hoffe, wie gesagt, Kolle sperrt mir nicht alle Reactions zum Album. Wie gesagt, ich habe eine Album-Reaction gestartet. Wir hören uns alle, weiß nicht, was sind es, 22 Tracks an. Wie gesagt, werde ich alle hochladen. Wird sehr, sehr geil. Das ist der neunte Track. Als nächstes gönnen wir uns auf jeden Fall offenes Verdeck mit Farid. Wird geil. Kalt, will man es rausschaffen, pusht man das Weiße. Mutter im Kreissaal, weshalb ich Uzis dabei hab. Euch fehlt ihr der Humor, doch was könnte lustiger sein? Als eine Hutschießerei Spaß. Als eine Hutschießerei Spaß. Bei der dann folgendes geschieht. Das Lied ist auch einfach geil. Also. 30 Bullets fürs. Was soll man da noch sagen? Snitches, goldenes Prinzip, graue Wolkenschichten, Krieg plus Gewaltakte täglich. Maskuliner Abzugsfinger, Nutte, Alpha-Genetik. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Mit dem Alpha gehen zur Melodie der Geige. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha gehen zur Melodie der. Wie gesagt, also videotechnisch gibt's nichts auszusetzen. Ich finde, Kolle ist da mittlerweile auf einem Level vergleichbar mit Raff. Raff macht sehr, sehr krasse Dinger. Kolle spielt da auf jeden Fall in der Liga mit, denn der lässt sich da auch nicht lumpen. Der Geige. Ey, ich schick dir einen tschetschenischen Profikiller im Pelzkragenparker, der eine seltsame Art hat wie ein LKW-Fahrer. Erst bist du 6 Monate beschattet, so wie Schweden, und ich. 6 Monate beschattet, so wie Schweden. Krasser Vergleich. Fratze zu zertreten, ich schick deine Mama nicht auf den Kiez, strich du Ehrenloser. Leider hat das Phoenix zu bieten wie Arizona. Auch sehr, sehr krasser Vergleich. Aber kennen wir ja alle schon, wie gesagt, wir hören uns das einfach nur trotzdem. Kraft
hilfloserer Mensch als ein Wachkoma-Patient. Dank dem Hebostrich ihr Lebenslicht nur schwach lodert am Brennen. Ich seh das faule Schwein dahin vegetieren. Hetzt die Dobermänner auf sie und sie ist dahin wegen Tieren. Ich sah für sie keinen Grund zu leben, denn sie konnte nichts aus. Das ist die Kette, die auch im Album ist. Damals war das ja noch nicht preisgegeben. Ich hab mir schon gedacht, warum wird die Kette dort gezeigt? Ich hab mit einem Kumpel gemunkelt und wir haben schon gedacht, es wird diese Kette wieder drin sein. Wie bei Monument, da war ja auch eine Kette dabei. Bisschen einfallslos, aber... Außer dumm rumzustehen wie ein Kunstmuseum. Das Grundproblem von Rappern ist, sie sind gottlose Menschen, die sich für Magier halten. Ja, Musikvideos endleveln. Nur weil sie Stoff ohne Ende ziehen, verteilt Glockshots an Enemy. Unterschreite die Ghetto-Streets auf dominanteste Weise, wie Ramses der Zweite. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde. Ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde. Ist im Endeffekt das Gleiche. Der Maybach ist halt auch zu heftig. Also, er hat eine S63 und da muss halt noch ein Maybach her. Ist ja Kleingeld. Gleiche, ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meine Markenkleider sind von Star-Designern, wie die Digitalarbeit der NASA-Zeichner. Mimik undurchdringbar, so wie Panzerstützpunkt. Zünd den Blunt an am glühenden Pumpgun-Mündungsende. Feature ich dich dann, indem ich in dein Treppenhaus flur. Rumballer, weil ich noch Geschrei brauch für eine Adlib-Soundspur. Verteilt Charts in Sekunden, packten synchron zu den. Hey, zu geil. Tropfen, die nachts in den dunklen Gassen von Dachrinnen runterprasseln. Flach wie eine Untertasse, wenn ich wieder mal eure Mütter fick. In jeder Lage. Lage ist egal wie bei Rückwärtsschrift. Lage ist egal wie bei Rückwärtsschrift, nachdem sie der Mac. Auch sehr, sehr geiler Vergleich. Also, das war schon nice. Ey, ich muss anmerken, bis jetzt, das ist ja nur der neunte Track, den wir jetzt gehört haben. Ja, ich glaube, der neunte Track vom Album. Ich muss sagen, das ist auch der längste Track vom Album. Also, die anderen waren so zwischen 2 Minuten 30 und 3 Minuten, der hier ist definitiv ein bisschen länger. Back in seinem Loft fickte, sage sie, du bist eine Kanone im Bett, wie deine Tag und am Kopfkissen. Check, wie die Boss-Schritte über den Pantherteppich gehen. Der Panther ist noch am Leben, hat nur Angst, sich zu bewegen. Ey, ich hänge zwischen Kokospalmen und geb liegend deiner Penner, klicke Schrotschusssalven. Mit strengem Blick wie Horus fallen. Meine Fußstapfen zu groß auf dem Weg, den ich beschreite. Im Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Meiner Meinung nach war das auf jeden Fall der richtige Move, dieses Lied als erstes zu bringen. Es hat die Fans richtig gehypt aufs Album, ich sage euch ehrlich. Klar, Valhalla hat das Ganze wieder ein bisschen gedämpft, sagt man es mal so. Aber Maybach-Emblem, klar. Zeitgleich mit dem Release zum Album war auch ein starker Track. Kampf gegen Hyänen ist ein Wolf an meiner Seite. Tausend Freunde, tausend Feinde ist im Endeffekt das Gleiche. Ich töte mit dem Alpha-Gen zur Melodie der Geige. Ja, sehr geiler Track. Ja, 3 Minuten 20 geht das Ding. Jetzt kommt noch das Outro. Wie gesagt, heftiges Ding. Aber ich habe auf jeden Fall Bock aufs nächste Lied und deswegen zögern wir da nicht rum. Offenes Verdeck mit Farid. Es wird wild.